Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf den Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schreibt noch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und mittlerweile sind es tatsächlich nur noch 2 Tage und 11 Stunden bis zum Live-Event. Ich bin auf jeden Fall schon richtig gehypt drauf. Wir werden das natürlich auch auf Twitch streamen. Ich muss allerdings dann mal schauen, wann ich online gehe. Denke ich mal, werde ich am Montag im Shop-Video ankündigen, wann ich live gehen werde. Oder noch notfalls in einem extra Ankündigungsvideo. Auf jeden Fall, wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal ein Follow da lassen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute den Partyprügler-Skin wieder drin. Hier haben wir einmal 3 verschiedene Stile. Einmal den Held-Stil, dann den Miliz-Stil und dann den Miliz- und Schimmer-Stil. Dazu gibt es dann noch die Schlagsäge als Schwitzhacke. Und dann haben wir als nächstes noch den Schlachtenstäbchen-Skin. Dort einmal die Standardvariante, die Variante ohne Gesichtsbemalung und dann die Variante mit Helm. Dann gibt es auch noch ein ganz nices Backpack eigentlich dazu. Und zwar singt das Lieder, wenn man Feinde eliminiert. Und das ist auf jeden Fall irgendwie ganz witzig. Und dann werden bewegen die sich natürlich auch ein bisschen zum Beat. Ist ähnlicher wie bei den ganzen anderen Sachen, die zu den Fischstäbchen-Skins gehören. Dann haben wir als nächstes dazu die Blasenkamo-Lackierung. Dann haben wir als nächstes hier noch den Überschall-Skin. Dort haben wir 4 verschiedene Stile. Einmal den Schädel-Stil, den Wolf-Stil, den Hornisten-Stil und den Falken-Stil. Und beim Backpack wird die Eliminierungszahl im Match mal angezeigt. Also nichts sonderlich Besonderes. Dann haben wir die verschonte schwarze Lackierung dazu, den zielsicher Gleiter und dann die Luftkampf-Lackierung noch. Dann haben wir zunächst den Birdie-Skin noch, dann den Lama-Glocky-Mode. Dann haben wir noch am Wasser gebaut. Dann den Golfschläger. Und dann haben wir als nächsten Skin, der glaube ich schon sehr, sehr lange tatsächlich nicht im Shop war. Ich glaube schon mehr als 200 Tage oder so. Er wird wahrscheinlich wieder im Titel stehen. Und hier haben wir auch viele verschiedene Stile. Einmal den Nashorn-Stil, den Schakal-Stil, den Jaguar-Stil und den Löwen-Stil. Dann haben wir als nächstes noch den Schattenboxer-Emote. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Deadpool-Items. Hier haben wir die Möglichkeit, dass wir einmal alles in 4 verschiedenen Paketen kaufen oder dass wir einmal alles einzeln kaufen. Bei den Paketen bekommt man natürlich immer ganz gut Rabatt. Hier zum Beispiel von 3000 V-Bucks auf 2000 V-Bucks runter. Dort haben wir dann einmal den Ravenpool und den Kuschelpool-Skin im Deadpool-Mashup-Paket. Dann im Deadpool-Ausrüstungspaket haben wir den Drachenhorn-Gleiter, den Chimichanga-Emote, die Fleischhammer-Spitzhacken und den Flott unterwegs Emote. Dann haben wir im X-Force Outfit Set, den Psylocke Skin, den Domino Skin und den Cable Skin. Denke ich mal, hat man alles auch schon häufig gesehen. Und dann haben wir noch das X-Force Ausrüstungspaket mit dem Psy-Dolch, mit dem Psy-Flügler, mit der Risikoklinge und der unaufhaltbaren Kraft-Spitzhacke. Das war's dann auch schon mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.